Muffiger Geruch und schwarze Flecken. Herzlich willkommen. Der Schimmel ist bei Ihnen zu Hause eingezogen. Woran liegt es meistens? Am Lüften. Am besten morgens, mittags, abends und auch in der Nacht. Am besten hilft da eine automatische Lüftungsanlage. Speziell bei Neubauten und frisch renovierten Häusern ist das Lüften extrem wichtig. Mein Kollege Sven Jachmann hat einen Hausbesitzer besucht, der sich eine Lüftungsanlage einbauen lässt, sodass der Schimmel keine Chance hat. Nahezu jeder Raum im Haus soll automatisch belüftet werden. Der Grund: In einigen Monaten werden neue Fenster eingebaut. Die dichten das Haus besser ab. Lüften wird dann umso wichtiger. Eine Architektin hat den Besitzer deshalb zu einem automatischen Lüftungssystem geraten. Den Einbau übernimmt der Stuckateur Jürgen Profele. Der baut seit 8 Jahren dezentrale Lüftungen ein. Machen Sie jetzt Fenster auf und lüften herkömmlich. Da können Sie der Luft hinterherwinken und sagen, du warst schön, du warst warm, aber eben das Problem, du warst auch teuer. So holen wir wieder Wärme zurück. Wir haben Feuchtigkeit ausgetauscht, wir haben frischen Sauerstoff. Das sind einfach mehrere Vorteile. Damit beim Bohren alles gut geht, checkt der Stuckateur, wo Wasser- oder Elektroleitungen liegen. Erst dann wird der 180 mm große Kernbohrer angesetzt. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier rüber keine Leitungen kommen. Und wir können hier dann noch da oben bohren. Doch es gibt ein Problem, mit dem die Handwerker nicht gerechnet hatten. Dieser Strauch steht im Weg. Statt mit dem Bohrer geht es erstmal mit der Säge weiter. Ja, hier haben wir das Problem. Wir haben einen Dornenbusch. Und genau zwischen beide Fenster ist ja jetzt vom Kinderzimmer die Abluft, wenn wir bohren wollen. Also das heißt, der Busch muss weg. Wir haben den Bauherr gefragt. Der Bauherr hat uns genehmigt, wir dürfen ihn abschneiden. Das werden wir jetzt nachher dann gleich machen. Und dann machen wir hier eine Bohrung von innen nach außen, dass man den Durchbruch schön sieht, wie der Bohrer einfach die Wand durchbricht. So, jetzt müssen wir halt einfach mit der normalen Säge arbeiten, weil wir dieselbe Säge nicht dabei haben. Seine Mitarbeiter bohren schon mal weiter, denn 18 Löcher müssen heute gebohrt und entsprechend viele Lüfter installiert werden. Ihr Chef ist immer noch mit der Säge beschäftigt. Das kostet Zeit. Vor Ort ist auch Michael Theodosio vom Gerätehersteller. An einem Modell zeigt er den Aufbau des Lüfters, der aus einem Staubfilter, einem Ventilator, einem Kohlefilter und einem Keramikteil mit Wärmespeicher besteht. Das Gerät transportiert die verbrauchte Luft nach außen. Im Keramikteil wird die warme Luft im Wärmespeicher aufgenommen. Die warme Luft wird genutzt, um die frische, hereinströmende Luft zu erwärmen. Das spart ordentlich Heizenergie. Um die Geräte zu pflegen, werden sie aus der Wand gezogen und auseinandergenommen. Man zieht die Innenwände nach innen weg. Da ist dieser Staubfilter, den holt man raus. Den kann man zweimal reinigen, danach verliert aber seine Filtereigenschaften und dann sollte man ihn auch wechseln. Den könnte man dann unter das lauwarme Wasser stellen, auswaschen und dann wieder trocknen lassen und wieder reintun. Im Keramikkörper kann sich Staub absetzen. Zum Reinigen kommt er deshalb in den Geschirrspüler. Wenn dann überhaupt noch Staub, ein bisschen. Ja, es gibt keine Bakterien, weil Bakterien fühlen sich nicht wohl. Bakterien fühlen sich nur wohl, wo was steht. Und bei uns wird ja die ganze Zeit Luft rein, raus, Luft rein, raus. Und deshalb fühlen die Bakterien sich nicht wohl. Auch Insekten fühlen sich nicht wohl. Hier im Wohnzimmer werden gleich zwei der Duo-Geräte verbaut. Denn der Raum ist sehr groß. Inzwischen hat Jürgen Hofele den Strauch beseitigt. Nun kann sein Team im Kinderzimmer das Loch für die Abluft bohren. Nebenan liegt das Schlafzimmer. Hier gab es schon mal Schimmel an der Außenwand. Deshalb wurde innen eine Calcium-Silikatplatte angebracht, die sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Zusätzlich wird hier ein Duo-Lüfter installiert. Bevor jetzt neue Fenster reinkommen oder im gleichen Zuge, macht man eine Lüftungsanlage rein, die wir jetzt ja heute gebohrt haben. Mit der Lüftungsanlage fördere ich gerade diese Feuchtigkeit, wo jetzt 2 Personen über Nacht bis zu 3 Liter, ja, diese Feuchtigkeit können wir jetzt mit der Lüftungsanlage praktisch entsorgen, auch wenn niemand im Haus ist. Ja, weil sonst müsste ich ja einfach 3 bis 4 Mal am Tag die 5 Liter lüften, quer durchlüften. Das macht die Lüftungsanlage alles selbstständig, ja, durch die Steuerung. Ja.
Die Geräte sind sehr leise, sie haben aber auch eine Schlaffunktion. Das heißt, die Besitzer gehen ins Bett und erst nach einer Stunde, wenn sie schon schlafen, schalten sich die Geräte ein. Nach rund 6 Stunden sind alle 18 Löcher gebohrt. Die Rohre müssen mit leichtem Gefälle in die Wand eingebaut werden, damit das Tauwasser nach außen abtropfen kann. Was noch fehlt, ist die zentrale Steuerung der automatischen Lüftung. Hier haben wir die Steuerung, ja, und von hier geht es an alle Lüftungsgeräte. Das sind ja 7 Duo-Geräte, ja, plus 2 normale Lüfter. Das wurde vom Planungsbüro alles berechnet. Wir haben das Normnutzerverhalten haben wir da jetzt berechnet. Das heißt, es geht um den feuchten Haushalt. Wie schaffe ich jetzt so viel Feuchtigkeit, wo hier entstehen kann, bei einer 4-köpfigen Familie oder 5-köpfigen Familie, diese Feuchtigkeit zu entsorgen? Ja, und da brauche ich eine gewisse Luftmenge. Aus dem Grund diese ganzen Duolüfter. Wir haben ja sehr großes Volumen hier drin jetzt, weil es eine sehr große Wohnung ist. Und aus dem Grund wurde das so ausgewählt vom Planungsbüro und wir haben es jetzt so gebohrt. Bis Weihnachten soll alles fertig sein. Nach dem Stuckateur kommt noch der Elektriker, verlegt die Leitung und installiert die Schaltzentrale. Dann weht hier ein frischer Wind sozusagen und der Schimmel hat keine Chance.